Willkommen zu unserer FANS 23 My Team Karriere. Dieses Mal in Emilia Romana, in Imola. Ich liebe diese Strecke, da waren wir auch als Team immer sehr erfolgreich und deswegen, glaube ich, ist die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch. Wir sind hier in unserer Season 2 und hatten wirklich schon in jedem Rennen gut punkten können. 4,9 Kilometer, 19 Kurven und nur eine DS-Zone machen die Strecke eigentlich wirklich zu einer Taktikstrecke. Sie ist zwar Highspeed, aber eben auch nicht, falls ihr wisst, was ich meine. Also man kann jetzt zwar unfassbar schnell fahren, aber man kann jetzt nicht so extrem gut überholen, weil es eben halt wenig Überholmöglichkeiten gibt. Hier geht's die Start- und Zielgeraden entlang und let's go, Qualifying. Es ist diesmal kein Blitz-Qualifying mehr, ihr seht es auch unten an den Autos. Ich habe auf kurzes Qualifying umgestellt, habe aber den zweiten Run, habe ich da nicht mehr verbessern können. Deswegen seht ihr hier meinen ersten Run, Turn 1, ordentlich mitgenommen, hier zack, Full Schwung raus, das ist auch wichtig. Und dennoch, ja, glaube ich, wäre da noch ein bisschen Zeit gegangen. Dann hier zweite Zickzack-Kurve. Dann geht es hier in die Kurve, wo damals Roland Ratzenberger seinen schweren Unfall hatte. Raus hier. Wirklich schwierig, auch das Gas hier zu ändern. Und dann den Berg rauf. Dann die schnelle Links. Aber hier natürlich auch Achtung, denn Track Limits sind immer eine Sache. Hier sind wir weit davon entfernt gewesen. Runter in das Loch. Dann rechter Knick. Einmal runterschalten. Zwei, dreimal. Oh, da muss ich... Halleluja, letzte Rille gebremst, deswegen auch hier das Heck ein bisschen gekommen. Es ist ein guter erster Sektor, 299 sind wir hier schneller als Nyck de Vries, also alles, alles gut. Natürlich konnten sich die anderen im zweiten Run oder im zweiten Schlagab nochmal verbessern und ja, ich hatte einen Schnitzer in Turn 1 drin, deswegen konnten wir uns da nicht verbessern. Ich denke mal, sonst wäre auch, ja, ich denke mal, so Top 8 wären drin gewesen. Jetzt geht's hier auf Start und Ziel und aktuell wäre es der dritte Platz gewesen. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hamilton, Russell, Norris, Gasly, Ocon, Verstappen, Magnussen, Perez, der Wissenschaftler, Albon, Bottas, Joe, Mansell, Stroll, Oscar Piastri, Tsunoda, Hülkenberg, Doohan, Sargent und Nyck de Vries. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Aber all in all reicht es dann nur für den 11. Platz, dennoch besseres Qualifying als Nigel, aber ja, unser Start gut weggekommen, hier Magnussen mit Gelb gestartet, interessant, unser Motor ist schon ein bisschen durch, den werden wir aber jetzt wirklich noch rauszögern, den Motorwechsel, bis nach Monaco, also, oder wir werden jetzt hier nach, ja, da gibt es die Verwarnung, da waren wir Rad an Rad, aber diese Strecke ist halt wirklich eng, wie alle italienischen Rennstrecken, ist diese Strecke schnell und eng, und ja, ihr wisst, was ich meine, Monza. Und das ist der 8. Platz bis jetzt. Und da vor mir ist nur Prominenz. Wir haben zwar Max vor uns, aber auch Esteban Ocon. Und ja, ich freue mich extrem. Aber es wird halt heute nochmal ein Moment kommen, wo ich mir denke, so, was für ein Drecksrennen. Und wozu ich mir das Ganze antue. Jetzt hier aber mal zurück zum Rennen. Da haben wir ein bisschen abreißen lassen. Und wir sehen natürlich auch die Konkurrenz vor uns. Es ist Ocon, der ist ein Ticken schneller wie wir. Und natürlich Verstappen, der will vorbei. Der ist um Welten schneller wie Ocon. Aber ja, reicht halt noch nicht. Wir können die Pace auch noch gut halten, gerade hier in diesem Ende zweiten, Anfang dritten Sektor. Da können wir so viel Zeit im Gegensatz zu der Konkurrenz rausholen. Hier hinter uns jetzt auch eine halbe Sekunde und vorne auch, die sind jetzt noch nicht davongezogen. Und ja, weiß nicht, vielleicht kann man mit der Strategie irgendwas machen, dass wir da noch weiter vorne kommen. Es wird halt eine wirklich schwierige Sache. Der McLaren fährt auch da wieder weit vorne mit. Ich glaube, zweiter Platz ist Lando. Also der ist wirklich so strong. Da kann ich auch, ja, der hätte da bei uns auch, glaube ich, nicht viel, der wäre nicht glücklich geworden bei uns. Ich hätte ihn ja auch gern zu uns geholt, Lando Norris. Piastri war ja schon da. Und Norris, glaube ich, wäre jetzt auch nicht so glücklich, wenn er da hinten herumgurken müsste. Hatte er ja am Anfang der Saison auch mit der McLaren echt. Aber ihr wisst, was ich meine. Hier auch der Anfangssektor. Die Strecke ist halt wirklich sehr, sehr spaßig, schnell, wendig. Du musst halt da wirklich sehr auf Zack sein. Und der 8. Platz ist uns aktuell noch sicher. Wir sind hier zwar 8 Zehntel jetzt hinter, 9 Zehntel hinter Verstappen, aber das schwankt halt auch unnormal. Wir gucken uns aber auch gleich den Start nochmal an. Ich bin da auch sehr interessiert, ich bin echt
gehypt, wie der Start aussehen wird. Denn der Start, der war nicht so schlecht. Ich meine, von 11. Platz auf 8 nach vorne. Es gab zwar die Berührung mit Gasly, aber ich glaube, das war jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, das war wirklich ganz, ganz knapp links und rechts mit den Track Limits. Und ja, jetzt hier an Verstappen dran im Windschatten. Das ist sehr gut. So, jetzt sind wir ganz, ganz nah an Verstappen dran. 3 Minuten noch. Und ich glaube, Leute, der Exit war wieder verdammt gut. Jetzt gucken wir so mal den Start an, denn ich will nicht zu viel hier spoilern. Jetzt hier der Start. Beide Ferrari auf der Heimstrecke. Und oh mein Gott, Leclerc hatte so einen grottigen Start. Das erklärt auch, warum die ganze rechte Seite so ein bisschen langsam unterwegs war. Denn die wurden hier eingebremst und mussten dann einfach mal ausscheren. Und da kam es dann zur Berührung in Turn 1 mit Pierre Gasly. Aber da gab es einige Berührungen. Also ich will mich da jetzt nicht gut reden oder so. Aber ja, das ist jetzt nicht so das Problem. Ich mag die Strecke sehr und die war jetzt auch immer dankbar zu uns. Ja, da waren wir ein bisschen langsam unterwegs. Da war ich nicht ganz drin im Shuttle. Und dann hier, ja, wir können hier an Max wirklich dranbleiben. Wir können ihn gut folgen, 1,5 Sekunden zu Magnussen. Es scheint wirklich heute ein tolles Rennen zu werden. Ein wirklich mega Ergebnis erwartet uns. Doch ich muss dranbleiben. Es ist wirklich, die Konstanz ist hier wirklich das Maß aller Dinge. Hier auch wieder gut rein in die Kurve. Der Motor ist zwar rot, orangelich gelb, aber das juckt nicht. Wir werden den vor Monaco eventuell einmal ohne Strafe austauschen. Und in Spanien oder so werde ich dann die Strafen das erste Mal komplett mitnehmen. Also wirklich, in Spanien werde ich... Oh, da sind wir ihnen zu weit drüber gekommen. Da lassen wir auch, habt ihr gesehen, den haben wir direkt ein bisschen Zeit gut machen lassen zu Verstappen. Dennoch, ja, die Verwarnung ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Und hier können wir dann unten im engen Sektor uns reinquetschen. Und da geht es jetzt mal an Max vorbei. Und da bin ich ganz üblich ganz, ganz weit rausgekommen. Und ja, ich glaube, es... Ja, wir haben sogar das DS mitgenommen. Trotzdem bekommt Verstappen, also ich bekomme das DS für den Vordermann und Verstappen bekommt es irgendwie jetzt noch für mich auch. Ja, und er zieht wieder vorbei. Ja, das war ein kurzer Spaß, der uns jetzt leider viel Zeit zum Vordermann gekostet hat. Ja, da komme ich ein bisschen neben die Strecke und da war ich auch sehr überblüfft, dass es wirklich so schnell gehen kann, dass du vorne bist und dann gleich wieder hinten bist. Und ja, das war eine gute Erfahrung. Aber ja, es war jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich bin... außer Freude hier, dass er mich wiederholt hat. Das ist natürlich nicht der Fall. Das ist scheiße und... Ja, Mann, fuck! Da ist er wieder vorbei. Ich hoffe natürlich, dass er vielleicht von Gasly oder von irgendwem... Ja, da kommen wir jetzt auch weit. Dass er vielleicht von den Leuten da vorne aufgehalten wird, dass wir eventuell da noch dran... doch noch unsere Chance bekommen, irgendwie ein, wenigstens Ocon vorbeizugehen. Ich meine, ich rede nicht von Verstappen. Die sind sowieso von der Pace auf dem Auto her viel schneller, wie wir jetzt gerade gesehen. Der hat uns auf Start und Ziel einfach vernascht. Also, da kann man nichts anderes sagen. Max hat uns hier vernascht. Und ja, vielleicht reicht es jetzt noch einmal für einen zweiten Angriff. Ja, doch 6 Zehntel. Das wird zu viel sein. Da komme ich auch wieder gut aus der Box raus. Es gibt halt jetzt wirklich nur ein oder zwei Szenarien, wie wir eventuell an ihn vorbeikommen oder an den langsameren Vorderleuten vorbeikommen. Wir bleiben eine Runde länger als sie draußen. Was natürlich riskant ist, oder wir gehen eine Runde früher rein. Verstappen geht jetzt rein, die gehen noch nicht rein, okay. Ich wollte jetzt reingehen, denke mir aber 22 Runden, das wird so schwierig mit den gelben Reifen werden. Also bleiben wir auch noch eine Runde drin, 5,8 Sekunden. Wir haben einen schönen Vorsprung zu Magnussen, also nach hinten hin sollte eigentlich da kaum irgendwie was uns fehlen. Jetzt sind wir aus dem DS-Fenster rausgeflogen. Ja, die Reifen lassen auch allmählich nach, das ist natürlich auch nicht sehr vorteilhaft, dieses ganze Pushen bis zum Limit. Egal, also wir geben nochmal alles. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1. Jo Leute, wir sind in der 7. Runde und jetzt wird es halt auch endlich interessant werden mit der Frage, wann hitten wir? Ich bin mir noch ganz unsicher. Trotzdem können wir immer noch die Pace halbwegs halten gegen Verstappen. Das finde ich echt, ja, beachtlich. Man muss natürlich sagen, da ist generell vor uns irgendwie keine große Pace. Ich glaube, das liegt aber daran, dass der McLaren auf 1 ist. Hier sind wir noch einmal hier ganz, ganz knapp an Max dran. Und jetzt, glaube ich, wird es dann bald soweit sein. Jetzt wird es dann, glaube ich, so bald wirklich eng werden. Denn die ersten werden jetzt in die Box gehen, nehme ich mal an. Wir sind in der 9. Runde.
jetzt ist auch ein gutes Fenster und ich dachte mir, jetzt gehe ich rein, wenn da keiner reingeht. Und genau jetzt, ja, dachte ich mir aber dann auch wieder, warum jetzt schon? Mann, es ist wirklich so ein dummes Hin und Her, wirklich. Und ich glaube auch, Runde 11 wäre das Beste generell. Nur ich habe dann halt auch ein bisschen die Befürchtung, dass uns die anderen Leute da einholen werden. Jetzt sind wir aber mal noch gut mit dabei. Die Reifen sind zwar schon ein bisschen abgefahren, trotzdem glaube ich auch, macht Magnussen da hinten einen guten Job und hält da sozusagen Perez von uns fern, denn der ist wieder sehr weit hinten gestartet. Das war natürlich jetzt eher ziemlich gut, aber ja, ich kenne von Perez auch nichts anderes mehr. Jetzt heißt nur noch hier dranbleiben, wieder DRS. Und ich glaube wirklich, wenn wir da einen guten Pitstop wählen, dann könnten wir doch echt locker an zwei, drei Leuten gleich direkt vorbei. Ist da auch der zweite? Nein, der zweite McLaren ist nicht dabei. Jetzt gehen die erst in die Box und ich habe meine Chance vertan. Es war in der 10. Ich wollte erst in der 11. rein. Und jetzt mal gucken, ob das was bringt, wenn wir einen, jetzt ist das scheiße, jetzt auch wieder aus. Wenn wir einen Dings machen. Wenn wir einen Overcut gegen die KI machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, die Reifen sind wirklich eher tot. Also wir fahren, wir gucken jetzt auch mal auf die Zeiten von Russell, Sainz und auch von Perez hinter uns. Dann wird es jetzt interessant werden. Können wir aufholen, verlieren wir viel Zeit und wo werden wir dann im Endeffekt rauskommen? Jetzt wird es halt interessant. Ich habe ein bisschen die Chance vertan auf bessere Reifen, auf einen Undercut. Ich glaube, der Overcut funktioniert nicht mit unserer Pace for real, aber ich habe die Chance einfach vertan. Wir hätten vielleicht gleichzeitig reinkommen sollen. Dann wären wir wenigstens nah dran gewesen, jetzt sind wir irgendwo nirgendwo. Die Spitze ist drin, wir waren eigentlich nah dran an denen. Perez konnte jetzt nicht stark aufholen, jetzt kommt die da gerade vorletzte Kurve. Wir gehen rein, ganz, ganz spät, 0,1, das bleibt trotzdem bei 2,4 bis 2,5. Es ist ein 2,4er Stop geworden, das ist eh okay. Nur da ziehen die jetzt vorbei und ja, jetzt wird mir erst klar, was ich für Scheiße hier gebaut habe. Wir haben es ein bisschen verschlafen. Wir hätten vielleicht früher reinkommen sollen, das ist jetzt P11. Die Strategie war ein richtiger Reinfall. Wir haben so viele Positionen verloren. Esteban Ocon jetzt auch vor uns. Russell jetzt auch, der hat auch generell, auch Russell hat ein bisschen sich mit der Strategie vertan. Wir gucken uns mal die Start-Replays an oder waren wir weit neben der Strecke. Hat jetzt nicht viel gekostet, aber ihr wisst natürlich, dass es echt alles sehr rutschig dann. Und ja. Was soll ich euch sagen? Dieser Move, der war nicht gerade das Beste, die beste Idee. Hier dann, boah, da kommen wir weit gehen wir hier. Trotzdem noch alles gut. Und jetzt dann, glaube ich, sollte dann endlich das Manöver hier kommen. Boah, da müssen wir hart in die Bresche. Das ist nämlich der Perez, denn unser zweiter Stint, der arbeitet einfach nicht. Jetzt kommen wir hier zwar noch in Turn 1 an Perez vorbei, aber ja. Dieser zweite Versuch, oder gerade dieser zweite Stint, der ist einfach hier grottig. Der ist wirklich unfassbar schlimm. Wir kommen einfach nicht dran. Wir kommen hier einfach nicht weg. Jetzt sind wir hier schon 6,5 Sekunden hinter Ocon zurückgefallen. Und ja, ich bin hier natürlich ein bisschen jetzt, das war nicht so ganz klasse. 14. Runde hier und wir müssen fighten. Das ist so schwierig, denn ich habe irgendwie die Motivation komplett verloren. Natürlich erst zusammenreißen, aber wenn du da wirklich, ich war auf Kurs Top 7, Top 6 und jetzt sind wir da auf einmal Welten, aber wirklich Welten von denen da vorne entfernt. Wo haben wir diese ganze scheiß Zeit verloren? Das ist wirklich, wo haben wir diesen richtigen Batzen an Time verloren? Esteban Ocon, ja, der kann auf die Base dann nicht von Russell gehen. Sieht auch mir jetzt so aus, jetzt sind wir nämlich nur noch 7,4 hinter Hamilton auf einmal. Hamilton anscheinend viele Plätze verloren, Ocon konnte jetzt auch wieder an Russell vorbeigehen, es ist ziemlich weird hier eigentlich. Und Perez folgt uns immer noch sehr knapp, wir konnten uns jetzt zwar ein bisschen Luft verschaffen, trotzdem ist das halt wirklich so scheiße. Ich meine, ja, es tut mir leid, aber es ist wirklich so schlimm, wenn du da gerade so gut im Rennen drin warst und jetzt dann auf einmal wirklich so von der Strategie hops genommen wurdest. Ja, 17. Runde. Ja, immerhin kommen wir ein bisschen jetzt von Perez mal weg, denn der ist echt, der macht so viel Pressure, das ist ein Wahnsinn. Hinter mir hat sich schon ein bisschen viel Turbulenzen gebildet. 6 Sekunden jetzt und ich glaube, Hamilton hat ein Problem, denn der verliert jetzt wirklich
stetig an Zeit und da wittere ich jetzt auch ein bisschen meine Chance, denn sollten wir wirklich in diesen Riesenschritten weiter aufholen können, 20. Runde, das sind 5,3 Sekunden, ja, jetzt hat sich's wieder eingependelt, da schießt jetzt der Pierre vorbei, da können wir aber noch einmal abdecken hier, Perez ist zurückgefallen, wir sind hier noch immer noch in absoluten Sphären zum Vorhin. Wo ist die Pace hin? Ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt gerade so viel Pace mit diesen gelben Reifen eingesteckt haben. Es ist mir ein Rätsel. Vielleicht wisst ihr, was da abging. Vielleicht, ja, weiß nicht. Also das macht für mich keinen erdenklichen Sinn, warum wir hier so viel Plätze, Plätze haben wir keinen verloren, aber warum wir hier so viel Boden zur Konkurrenz verloren haben. Schreibt gern eure Meinung in die Kommentare, aber ich bin wirklich jetzt froh, dass das Rennen vorbei ist. Wir sind in der 22. Runde und jetzt ist wirklich so ein bisschen, als ob wir ja eigentlich gar nichts gut gemacht hätten. Norrie gewinnt hier das Rennen, vermutlich eines der langsamsten Rennen überhaupt, denn jetzt gesehen, am Anfang ist er gar nicht in die Pace gekommen und jetzt am Ende waren es nur noch 3,8 Sekunden zu Lewis Hamilton. Es hat dann trotzdem nichts gebracht. Wir beenden hier das Rennen auf dem 8. Platz, der natürlich ein toller Platz ist. Aber natürlich malst du dir halt gute Positionen aus und dann ist es dann wirklich nur dieser 8. Platz. Aber ja, schlecht ist der bei Gott nicht. Also Verstappen wird Drive of the Day, tolle Leistung von ihm natürlich. Ich freue mich extrem. Wir nehmen die 4 Punkte. Es war teilweise ein echt hartes Rennen, aber McLaren hat durchgehalten und sich heute einen tollen Sieg gesichert. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Die Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest. Es war ein fantastisches Rennen für das Team von McLaren, das steht fest. Und sie werden heute Abend mit Sicherheit eine ordentliche Party feiern. Und hier haben wir dann das Endresümee. Ja, Max wird dann noch Dritter im Endeffekt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr strong. Wir werden Achter, das ist, finde ich, auch toll. Es hat sich wirklich alles da vorne nochmal durchgemischt. Esteban Ocon hat dann auch viel an Boden verloren. Gerade die Mercedes auch, die länger draußen geblieben sind. Und ich glaube auch, dass Lewis da ein paar Probleme hatte. Gut, hier dann gegen Master Sainzi. Er hat die Rivalität jetzt leider verloren. Das war mir auch schon klar ab dem Moment, wo wir die angenommen haben, dass wir den nicht gewinnen werden. Das war strong. Das ist wirklich, ich bin froh, dass das Rennen vorbei ist. Gerade Stint 2 war jetzt nicht gerade das Beste. Trotzdem muss ich sagen, es ist, ja, es war mir eine Ehre. Und wir wechseln den Motor aus für Monaco. Das wird auch eine unfassbar schwierige Sache werden, die aber dann vermutlich erst am Montag, denn morgen kommt ein Spezial hier. Wir werden eine Last-to-First-Challenge probieren in Belgien mit Lando Norris. Wie weit werden wir schaffen? Schaffen wir vielleicht sogar einen First Place? Schaut gerne vorbei, abonniert auch unbedingt gerne den Channel, kostenlos, dass ihr nichts verpasst. Wir haben jetzt doch endlich ein Chassis ein bisschen upgraded, wenn das ist wirklich tot. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich gerne über ein Däumchen umfreuen. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.